Big cup. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer, erneut darf ich Sie begrüßen zur Rede heute am Freitagmittag. Ja, wir starten hier in die Beratungen zur Abschaffung von § 103 StGB, der die Beleidigung ausländischer Staatsoberhäupter in besonderer Weise unter Strafe stellt. Die Vorgeschichte der politischen Idee ist ja auch schon angesprochen worden. Die setze ich mal als bekannt voraus. Und sie war ja auch schon hier an dieser Stelle Gegenstand ausführlicher wörtlicher Zitate. Es ging hier in den Verfahren hier und bei der Staatsanwaltschaft in Koblenz und im Zivilverfahren dann auch in Hamburg um die Frage, was ist noch Kunst, was ist Satire auf der einen Seite und wo fängt Beleidigung an? Was darf man denn noch sagen, wenn man es denn sagen würde? Und was muss derjenige, der auch selber gerne austeilt, sich auch vielleicht selber sagen lassen? Die ganze Republik hat mitdiskutiert, aufgeregt, die Sympathien waren klar verteilt. Und wir werden es zwar nie erfahren, aber ich glaube, wir würden heute nicht hier diese Sitzungswoche mit diesem Tagungsordnungspunkt Abschaffung von § 103 beenden, wenn es andere handelnde Personen gewesen wären. Wenn man sich das mal vorstellt, es hätte ein rechtsgerichteter Journalist, Satiriker oder Politiker gar ein anderes Staatsoberhaupt, das vielleicht mehr Sympathien genießt, angegangen mit einem solchen Elaborat. Stellen Sie sich vielleicht vor als Angang gegen Wladimir Putin und ihr vielleicht als Angriff auf Alexis Tsipras, Benjamin Netanyahu, wer auch immer, dann sieht die ganze Sache anders aus. Und ich glaube, es wäre dann eine andere öffentliche Reaktion gewesen. Die Bundesregierung hätte ohne weitere Aufmerksamkeit die Ermächtigung erteilt und es wäre niemand auf die Idee gekommen, deshalb § 103 aufzuheben. Die damalige Diskussion, die dann geführt wurde, war jedenfalls politisch aufgeladen, aber juristisch nicht ganz korrekt. Es war von Majestätsbeleidigung die Rede und von ihrem Anachronismus. Es war davon die Rede, dass doch Staatsoberhäupter keine besseren Menschen sind, die einen höheren Schutz brauchen. Insofern ging die Diskussion allerdings an der Sache einigermaßen vorbei. Denn bei § 103 geht es nicht um die persönliche Ehre eines Staatsoberhaupts. Es geht nicht um Ehrfurcht und Ehrfurchtsverletzung gegenüber einer Majestät oder über ein anachronistisches Obrigkeitsdenken. Und deshalb ist das, was wir hier jetzt tun, auch noch nicht wirklich konsistent. Das Vorhaben, § 103 aus dem Strafgesetzbuch zu streichen, reibt sich damit, dass wir an anderer Stelle auch solche Vorschriften haben, in denen eine bestimmte Person in einer bestimmten Funktion und wegen dieser Funktion besonders geschützt wird. Wir hatten schon angesprochen, § 90 StGB, das den Bundespräsidenten gegenüber Verunglimpfung stärker schützt als den normalen Bürger oder die Bundeskanzlerin. Genau, und dabei sind wir uns sicherlich einig, dass die Wahl zum Bundespräsidenten daraus nicht einen besseren Menschen macht. Und diejenigen, die das zuletzt auch durchgemacht haben, werden das für sich auch nicht in Anspruch nehmen. Aber dass dann eben all diese Sondervorschriften bestehen, und zwar gemessen daran, dass hier auch eine bestimmte Funktion dahinter steht, die auch der Anlass ist für die Beleidigung, wäre es dann schon nicht ganz frei von Widersprüchen, um es mal etwas neutral auszudrücken, wenn dann eben in Zukunft ein ausländischer Staatschef in der Beleidigung nur noch nach § 185 geschützt ist und mit einer Strafe, also bis zu einem Jahr nur, geschützt ist in seiner Ehre. Gerade dann, wenn es solche Beleidigungen auch via digitaler Medien, via Fernsehen und so weiter gibt, dann wird dieses Strafmaß eigentlich was zu klein. Und da würde ich gerne noch mal den Vorschlag anbringen, den wir ja auch im Koalitionsvertrag noch unerledigt liegen haben, nämlich dass dann, wenn Beleidigungen über solche Medien uneinholbar sozusagen erfolgen, wir daraus auch eine Strafschärfung, einen Qualifikationstatbestand dann aber auch gerne für alle Bürger machen sollten. So, also es bleiben einige Widersprüche, aber Rechtspolitik
ist manchmal nicht frei von Widersprüchen. Dafür gibt es auch andere Beispiele. Wir sollten aber vor allem nicht nur das tun, was jetzt vielleicht zu Widersprüchen führt und das, was vielleicht wirklich das größere politische Problem war, unverändert lassen. Zu den tragenden Säulen unseres Rechtsstaats, da haben wir auch schon häufiger heute drüber gesprochen, gehört die Gewaltenteilung und die Unabhängigkeit der Justiz. Sie allein prüft und entscheidet, welches Verfahren sie einleitet und zu welchem Strafausspruch sie kommt. Nur in ganz wenigen Fällen, 104a StGB ist nicht der einzige, aber einer von wenigen, hat die Bundesregierung die Möglichkeit, aus politischen Gründen ein Verfahren zu verhindern und macht dann deshalb die Einleitung des Verfahrens von einer Ermächtigung durch die Bundesregierung abhängig. Hier muss man aber noch mal klar sehen. Eine Ermächtigung ist kein Strafantrag, den man stellt, weil man ein Interesse an der Verurteilung hat, sondern sie hat nur die Bedeutung, dass aus Sicht der Bundesregierung eben nicht ausnahmsweise außenpolitische Gründe gegen ein Verfahren sprechen, sondern es soll gerade der Normalfall herbeigeführt werden, dass die Staatsanwaltschaft und das Gericht in eigener Zuständigkeit ihre Entscheidungen treffen. Und die Staatsanwaltschaft wird also nicht wegen der Ermächtigung, sondern nur wegen ihres eigenen Prüfungsergebnisses dazu kommen, dass sie ein Verfahren einleitet. Und wenn die Staatsanwaltschaft zu dem Ergebnis kommt, dass sie kein Verfahren will, dann folgt aus der Ermächtigung auch nichts. 0,0. Die hat sich dann damit erledigt. Und deshalb muss man noch mal sich vor Augen halten, die politische Entscheidung wäre, die Ermächtigung nicht zu erteilen. Und die Entscheidung, die daraus folgt, dass man sagt, hier soll alles normal laufen, wie sonst immer auch, die heißt, wir erteilen die Ermächtigung und dann sollen eben die zuständigen Stellen in diesem Staat ihre Entscheidungen treffen. Nun ist die politische Wirkung, weil es auch etwas kompliziert ist, eine komplett andere. Es wird in die Erteilung der Ermächtigung hineininterpretiert, dass damit eine Verurteilung gewünscht wäre. Und dann kommt man natürlich auch in eine politische Diskussion, die einfach völlig am Kern der Sache vorbeigeht. Ich denke, das sollten wir uns auch noch mal genauer anschauen. Wir haben ja immerhin auch noch die Paragraphen 102 und 104, für die diese Ermächtigung auch gilt. Das heißt, die Sache hat sich nicht hiermit erledigt. Was sich erledigt hat, ist das Verfahren in unserem Ausgangsfall gegen Jan Böhmermann. Die Staatsanwaltschaft hat sich bekanntlich, und zwar ohne jeden politischen Einfluss, entschieden, die Sache einzustellen. Und damit ist die Sache erledigt. Wir werden unser Verfahren hier auch zügig erledigen. Ich danke Ihnen. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht jetzt der Kollege Hans-Christian Ströberle.